Luis und Moritz sind wieder ein Paar. Jetzt sprechen Darsteller Marc Weinmann und Lennart Borchert über das Liebes-Comeback bei GZSZ. Es war ein ewiges Hin und Her bei Luis, Marc Weinmann und Moritz, Lennart Borchert. Doch nach dem bitteren Liebesaus und zahlreichen Tränendramen finden sie endlich wieder zusammen. Marc und Moritz packen über das Liebes-Comeback aus. Schauspieler Lennart Borchert ist happy über das Liebes-Comeback seiner Serienfigur. Ich freue mich total. Endlich wieder mit Marc drehen. Endlich geht's den beiden wieder gut und endlich gibt's wieder Lumo und noch mehr Liebe am Set, schwärmt er im Interview mit Sender RTL. Und auch sein Kollege findet, meiner Meinung nach ergänzen Moritz und Luis einander und geben zusammen einfach ein schönes Paar ab. Die Vielfalt und gute Stimmung der beiden hat im Kiez einfach gefehlt. Besonders die positiven Rückmeldungen der Fans freuen Marc. Ich bin immer wieder gerührt, wie viele schöne Nachrichten von Leuten kommen, denen die Geschichte von Lumo so viel Kraft gibt oder sie sogar darin bestärkt, zu ihrer Sexualität zu stehen und sich vielleicht sogar zu outen. Das bestärkt mich immer wieder in meiner Arbeit und zeigt mir, wie wichtig unsere Arbeit ist. Läuten bald die Hochzeitsglocken bei Moritz und Luis? Und wie geht es mit dem GZSZ-Traumpaar weiter? Luis und Moritz werden erstmal die gemeinsame Zeit genießen und wieder zurück zu ihrem alten Glück finden. Auch die B4-Scharf-Freundesgruppe mit Jonas wird wieder reaktiviert und die Freunde können wieder als Trio durchstarten, berichtet Marc. Und wie es zwischen den beiden in ihrer Beziehung weitergeht, bleibt wohl offen. Selbst ich weiß noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber so viel ist klar. Die beiden haben bzw. werden jeweils einen Brautstrauß fangen. Luis auf Michis Hochzeit und Moritz demnächst. Vielleicht läuten ja bald nochmal die Hochzeitsglocken? Unsere AutorInnen schreiben erst die neuen Stories. Es bleibt also spannend.